Ich kenne Jan Dritter Sobieski. Er war ein König und kämpfte in vielen Kriegen. In Österreich, wenn die Türkenbelagerung war, ist er mit der Armee runtergestürmt und hat die Türken vertrieben. Er war ein Kriegsheld? Ja. Er hatte eine Frau, Marischenka. Dann hat er den Wienern geholfen. Sie waren verliebt, so sehr. Jan Matejko. Er hat wunderschöne Bilder gemalt. Frederik Chopin. Er hat Klavier gespielt und sehr schöne Musik gemacht. Er war ein Komponist, hat viele Lieder auf dem Klavier gemacht. Und er hat sehr wunderschön gespielt. Mikołaj Kopernik. Mikołaj Kopernik war ein Forscher. Er hat bewiesen, dass die Erde die Sonne umkreist. Er hat entdeckt, dass die Sonne, nein, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht die Sonne um die Erde. Johannes Paulus II. Maria Skłodowska-Curie, die war Physik, sie hat Physik und Chemie gemacht. Sie hat auch den Nobelpreis für ihre Arbeit bekommen. Andrzej Duda. Robert Lewandowski. Er spielt Fußball. Ein guter Fußballspieler, ja, Western Polen. Kamil Stoch, der ist ja auch sehr, sehr gut. Adam Mickiewicz. Jan Kochanowski. Und Sienkiewicz. Julian Tuwim. Stanisław Lem. Jan Brzechwa. Er hat auch Panklecks geschrieben. Ich habe ganz viele Kinder, halt so Bücher. Da war also ein lustiger Mann, der halt Ambroge Klecks hieß. Und er hatte bunte Haare, er war ein bisschen verrückt. Und er wurde in der Nacht immer kleiner. Da haben sie ein bisschen gesungen, den Refrain. Wyspach Bergamotach, podobno jest kot w butach. Bidabidubam, bidabidubam.